Der Wandel von Tal Akur zu Dar Silo ist eine komplizierte Geschichte. Und warum er sich Revan und seinen Sith anschloss, ist mehr von Theorien als Fakten geprägt. Die Geschichte ist vor allem deshalb kompliziert, da Tal Kur als oberste Tempelwache beispiellos für die Tugenden der Jedi stand. Die einen sagen, es war der Bruch mit den Orden, der ihn zu den Sith trieb. Die anderen behaupten, Revan selbst habe ihn gegen seine Brüder aufgehetzt. Fest steht nur, dass Tal Kur bereits in jungen Jahren ein übernatürliches Talent mit dem Lichtschwert aufwies und binnen kürzester Zeit alle 7 Formen meisterte. Dieses erstaunliche Talent brachte ihn den seltenen Ruf eines Jedi-Waffenmeisters ein und der Orden beauftragte ihn damit, die Tempelwachen auszubilden. Nicht wenige der Tempelwachen auf Coruscant wurden von Tal Kur persönlich ausgebildet. Umso erstaunlicher ist es, dass er sich gegen seine Brüder und Freunde gewandt hat. Viele Jahre erledigte Tal Kur gewissenhaft seine Aufgabe, doch mit den Jahren wurde er Coruscant und seiner Größe müde und es verschlug ihn in einen der kleineren Tempel am Rande der Galaxis. Und hier in der Abgeschiedenheit geschah es. Einige sagen, er habe Revans Truppen in den Tempel geführt, um diesen zu plündern. Und wieder andere glauben, dass Tal Kur selbst alle Jünglinge, Padawane, Ritter und Meister abgeschlachtet hat und in den brennenden Trümmern stand und lachte. Die meisten dieser Geschichten sind zweifellos nur Märchen, die sich Jünglinge erzählen. Doch die Tatsache, dass der Jedi-Orden beschlossen hatte, den Ort und Namen des Tempels geheim zu halten, befeuerte erneut die Gerüchteküche. Und so hatte jeder seine eigene Theorie über die Entstehung von Darth Silo. Während die einen meinten, der Mandalorianische Krieg und das Weigern der Jedi habe in Tal Kur solche Wut entfacht, dass er sich der dunklen Seite hingab, vermuteten andere, dass die Tempelwache schon immer heimlich der dunklen Seite zugeneigt war. Und im Besitz der Schlüssel hatte er Zugang zu verbotenen Wissen, das er heimlich studierte. Und einige wenige glaubten, dass Tal Kur niemals vorhatte, Coruscant zu verlassen und dies nur auf Geheiß des Rates tat, um den Mauern des geheimen Tempels etwas zu bewachen. Wir werden vielleicht niemals wirklich erfahren, wie aus Tal Kur Dar Silo wurde. Aber wir wissen, wo er heute steht.